Du weißt, wir sind Sieger. Hallo, ich bin der Tobias Besel. Ich bin hier im Kinderschmerzzentrum, einer von den Betreuern, bin Kindergartenpfleger und bin auch hier ein Biofeedback-Trainer. Das Biofeedback ist eine Methode mit ein paar kleinen Sensoren, die man an die Finger anbringt, jemandem zu zeigen, wie angespannt oder wie gestresst oder wie entspannt man im Moment ist. Stress und Schmerzen stehen in einem direkten Zusammenhang, weil entweder wenn man einen sehr langen Zeitraum Schmerzen hat, stresst einen das, oder der Stress wirkt auch schmerzverstärkend. Wenn man gestresst ist und man hat einen Schmerz, dann ist das immer schlimmer für einen selber. Also der Patient bekommt dann ein, zwei Denkaufgaben gestellt und mit diesen Aufgaben kann man dann sehen, wie das Stresslevel steigt und wieder fällt. Also es gibt immer dann so Sachen wie 1000 minus 7 zum Beispiel. Das laut runterzählen, möglichst schnell, das Stress einreden oder einfach sich Worte zu überlegen, die mit einem bestimmten Buchstaben anfangen. Bei dem sieht man eigentlich nur zwei Sachen, und zwar wie sich die Körpertemperatur verändert und der Hautleitwert. Das heißt eigentlich, wie stark man schwitzt, weil jeder weiß, wenn man sehr aufgeregt ist, werden die Hände so feucht, schwitzig und kalt. Und das sind die zwei Sachen, die wir hier abnehmen. Der Patient hat erstmal ein Bild, was Entspannendes, Sonnenuntergang am Meer oder ein Wasserfall im Dschungel oder sowas. Er bekommt aber im Laufe des Trainings mehr Parameter, so ein Balkendiagramm, wo er selber sieht, wie das passiert. Und man kann das Bild so einstellen, dass es beim bestimmten Stresslevel einfach stehen bleibt. Damit bekommt man ganz direkt die Rückmeldung, jetzt bin ich gestresst, so fühlt sich das an. Das Biofeedback ist vor allem auch bei Migräne sehr hilfreich. Es gibt eine Methode, wie man lernen kann, willentlich die Gefäße im Kopf zusammenzuziehen. Warum ist das wichtig? Bei einem Migräneanfall werden die schlagartig weit. Man kann Medikamente nehmen, die da wieder zusammenziehen. Man kann das aber auch steuern lernen und dann vollkommen, ohne dass man eine Tablette einschieben hat oder dass man Chemie braucht, was unternehmen gegen den Anfall. Und ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass wenn man das regelmäßig trainiert, dass es weniger Anfälle gibt und die Anfälle weniger heftig sind. Sich selber wieder spüren und auch zu gucken, stimmt das? Das ist ein Abgleich. Stimmt das, wie ich, fühle ich mich so gestresst, wie ich bin? Oder fühle ich mich viel gestresster, als ich bin? Das ist das, was da passiert. Und der Schmerz spielt da eigentlich auch eher untergeordnete Rolle. Das geht erstmal wirklich um den Stress. Das Ziel ist, dass der Patient jederzeit wahrnehmen kann, wie geht's mir, und dann auch jederzeit ohne Hilfsmittel was zum Beispiel dagegen tun kann, gestresst zu sein. Mit ganz einfachen Dingen, zum Beispiel einfach mit Bauchatmung oder mit ganz einfachen Methoden. Und da braucht er dann nichts mehr dazu. Er braucht kein Bildschirm, er braucht keine Rückmeldung. Er spürt sich selber und kann selber was unternehmen. Du weißt, wir sind Sieger. Die Welt weiß, wir steigen ein. Sehen, was kommt. Spüren, was geht. Wir haben die Welt verdreht.